ich nehme nochmal ein bisschen mehr Geschwindigkeit raus. Die letzten 100 und ein bisschen Meter. Langsam. Schön langsam. So. 100 Meter noch. Schön vorsichtig. Wir wollen ja nichts kaputt machen. Das sieht alles recht vielversprechend aus. 60 Meter noch. Bei 3,5 Meter pro Sekunde. Alles wird gut. Letzten 10 Meter. Gleich müssten wir auch den Boden erkennen können. Ich glaube, wir stehen. So. Boden erkannt durch aufgesetzt. Okay. Sehr schöne, weiche Landung. Und wie man sieht, sieht man nichts. Was man ein bisschen sehen kann, ist, dass da hinten unsere Bases sind. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sind wieder leicht drüber geflogen. Das heißt, wir müssen in Richtung Westen abheben. Richtung Westen sind wieder die 270 Grad. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal eine leichte Drehung einleiten hier auf dem Boden. Und werden dann in genau diese Richtung auch starten. Um hier nochmal die Entfernung ein bisschen zu überbrücken. So, und ich glaube, das war es nämlich auch schon. Das müsste eigentlich reichen. Schwupp. Schauen wir mal, wir wollen nicht zu weit. Vor allen Dingen wollen wir nicht wieder aufsetzen. Wir wollen ihn eigentlich ein bisschen driften lassen. So. Oh, 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 shit. Jetzt ist er aufgrund von Retro gekippt. Ah. Da hat er sich, glaube ich, gerade... Also ich habe nicht schnell genug umgeschaltet und er hat sich leider auch nicht umgeschaltet. Ich gucke mal, ob ich ihn hochgedreht bekomme. Das ist jetzt nur insofern unangenehm, dass wir die Landebeinchen nach unten gezwirbelt haben. Ist das eine gute Idee? Ist das keine gute Idee? Wir wollen Orbit Radial Out. Ach, dieser blöde SAS, ne? Hat er uns ein bisschen... ...bisschen geärgert gerade. Ich guck mal. Extend Stabilizers. Ne, das hilft uns nicht so besonders weiter. Retract Stabilizers. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ja, sehr schön. Ah, es hilft, ein starkes SRS-System zu haben. Es hilft wirklich enorm. Okay. So, den unangenehmsten Part haben wir schon mal. Jetzt machen wir die Beine wieder raus. So. Okay. Ich glaube, wir stehen, und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, den Reaktor 200 Meter um die Ecke zu bauen. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist, sagen wir, Radiator Cooling ist an. Das heißt, wir können eigentlich den Reaktor hochfahren. Auch wenn er das erstmal nur für sich macht, oder? So. Reaktor fährt an. Gut, also 200 Meter um die Ecke müsste passen, weil die Dinger hier ja... PDU Range No Engineer. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich noch gucken, wie das dann funktioniert. Da ist wieder dieses komische Wort PDU. Aber auf jeden Fall läuft der Reaktor hoch. Und produziert auch die versprochenen
Kilowatts und ich hoffe, dass er stabilisiert sich auch sauber bei 775 Grad Kelvin und hat theoretisch eine Core-Lifetime von 6 Jahren. Das ist doch schon mal ganz schön. So, und die Dinger hier. Elf 4%. Sehr schön. Okay, Reaktor steht. Erstmal alles gut. Wir haben auch noch genug Fuel, um potenziell nochmal einen Sprung ran zu machen, wenn es unbedingt sein muss. Das machen wir dann aber im Hellen. Das heißt, wir kommen jetzt zu der Einheit, mit der wir das Fuel verarbeiten wollen. Das Fuel, sage ich schon, das Gypsum verarbeiten wollen, das wir abbauen möchten. Das ist dann nämlich der nächste Schritt auf dem Weg zur Selbstversorgung. Das ist der erste Schritt zu einer etwas mehr selbstversorgenden Mondbasis. Es wird noch nicht perfekt sein, aber es ist zumindest ein Anfang. Gut, fangen wir mal wieder oben an. Weil ich glaube, das können wir wahrscheinlich sogar von der Generatoreinheit jetzt übernehmen. Moonbase Bravo Reaktor. Zack. So, und ich denke mal, alles bis hier so ist auf jeden Fall adaptierbar. Moonbase Bravo Converter oder wie auch immer das heißt. Müssen wir gleich mal gucken, ob ich den Namen nochmal anpassen muss. Und zwar heißen die Material Processing Units. Das heißt, es ist also eine MPU, die Sachen umwandeln kann. Die braucht wahrscheinlich tödlich viel Strom und bestimmt auch Hitze. Und wiegt auch ein bisschen was. Das ist aber gar nicht so schlimm. Das heißt, wir können auch die große nehmen. Und die kann eigentlich, jetzt schauen wir mal, kann die Fertilizer herstellen. Genau, also wir nehmen Gypsum, Strom und Machinery. Okay, wir brauchen Machinery. Das ist nochmal ein Argument für noch einen Tank und gibt uns dann Fertilizer raus. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall Machinery, um das zu produzieren. Kann man hier Machinery direkt. Oh, da sind aber 650 Machinery schon drin. Und die scheint mehrere. Hat die mehrere Base oder was ist das? C1 und C2? Ich vermute mal. Steht da irgendwas dazu? Interessant. Swappable Converter. Okay, also man kann das umschalten. Kostet ein bisschen Specialized Part, ein bisschen Material Kits und ein bisschen Electric Charge. Okay, dann gucken wir mal, dass wir die Dinger direkt richtig einstellen. Also, was wir auf jeden Fall herstellen wollen, ist oder war es gerade? Previous Config, bitte. Wir wollen Fertilizer zu aus Gypsum herstellen, oder? Das ist doch unsere Funktion. Fertilizer aus Gypsum, genau. Fertilizer G. Jetzt die Frage, wir haben da noch einen zweiten Slot. Was machen wir denn damit? Monopropellant könnte man herstellen. Liquid Fuel aus Ohr. Liquid Fuel Oxidizer aus Ohr. Also mir geht es nur darum, schon mal was voreinzustellen, was dann eventuell Sinn macht. Chemicals? Okay, das scheint so. Ach so, und der hat ein Requirement 650 Machinery. Das heißt, die Machinery da drin brauche ich tatsächlich, damit er arbeiten kann. Ne? Das heißt, wir müssen wirklich den Tank noch drunter machen.
Logistics. So, dann kriegt ihr hier nämlich einen schönen Tank drunter und da werden wir nochmal ordentlich Machinery reinpacken. Damit wir da erstmal versorgt sind. Wow, die wiegt auch fast nix, ne? Alter Verwalter. Okay, gucken wir gleich mal, ob die Rakete das kann. Zack. Und hier packen wir, glaube ich, mal inventory-mäßig tatsächlich das rein, was ich das letzte Mal eigentlich mitnehmen wollte. Nämlich die Connector-Ports. Damit wir davon ein bisschen was haben, um die zusammenzuschalten. So. Was brauchen wir noch potenziell? Warum immer dieser Unterbau? Damit die Dinger stabil stehen. Und dann haben die nämlich auch einen Ground-Taffer, damit kann ich sie im Boden verankern. Und ich habe unten ein Basisteil, das ist die Idee momentan dahinter, dass ich etwas habe, was immer die gleiche Höhe hat, damit ich später Verbindungen bauen kann. Denn ich kann mich darauf verlassen, dass alle Basisteile, die ich momentan abstelle, auf dieser Höhe stehen. Das ist tatsächlich die Idee dahinter. So, das Ding erzeugt aber auch noch Hitze, ist mir gerade mal eingefallen, ne? Wir müssen 100 Kilowatt Cooling erzeugen. Da würde ich jetzt tendenziell auch mal wieder die Dinger rauszitieren. Das war eigentlich ganz cool. Guck mal, und an den Teilen kann man einfach 4 Stück drumherum bauen. Und dann sind die okay. Zack, würde ich jetzt einfach mal so machen. Und das ganze Ding vielleicht noch grundsätzlich mit einer eigenen Stromversorgung ausstatten. Macht das Sinn? Bisschen Strom schadet ja nicht, ne? Wo sind die im Vergleich? Kann man eigentlich machen. Die kriegen wir da auf jeden Fall zwischen. Ja, dann. Power Mode Solar Only. Solar Only. Okay. Sehr gut. Gut, dann haben wir hier noch eine grundsätzliche Stromversorgung erstmal drin. Und wir haben auf dem Mond eine Trust-Weight-Ratio von 1,98. Das ist jetzt tatsächlich nicht so gigantisch, aber es ist auch irgendwie okay. So, was können wir noch inventory-mäßig mitnehmen, was unseren Kerbals hilft? Ein bisschen Werkzeug ist auch nie falsch, glaube ich. Ja, und Eva-Fuel-Kanister sind auch nicht schlecht. Welches Teil produziert woraus Machinery? Das ist ein bisschen komplexer. Ich habe auch manche industriellen Anlagen jetzt noch nicht. Ich fange jetzt gerade mit der sehr basismäßigen Ausstattung an, also dass ich erstmal überhaupt Dinge herstellen kann. Und das ist jetzt meine erste Produktionskette, die ich aufbaue, nämlich aus Gypsum, das ich dann abbauen will mit einem Fahrzeug hoffentlich. Mal gucken. Nach und nach erstmal Fertilizer zu gewinnen, damit wir schon mal Gemüse und sowas anbauen können. Damit können wir nämlich den Essenstransport schon mal vereinfachen, weil wir nichts mehr, also der erste Schritt wäre eigentlich zu sagen, man fliegt nicht mehr Essen ein, sondern Fertilizer, weil man Aeroponics betreibt. Die Idee, die ich jetzt hatte, war gleich zu sagen, wir nehmen eine Landestelle mit Gypsum, da können wir Fertilizer herstellen. Das heißt, wir müssen einen Mining-Rig herbringen. Und das heißt dann schon mal, wir müssen nur noch langfristig gesehen, weil man verbraucht sehr wenig Machinery mit dem Umwandeln, immer mal Machinery reinfliegen. Und sobald wir dann mehr Sachen freischalten, ich habe extra einen Slot gewählt, wo relativ viele Ressourcen vorhanden sind, können wir gucken, dass wir die Sachen noch umbasteln. So, jetzt brauchen wir noch einen. Nee, ich nehme einen normalen Docking-Port tatsächlich an der Stelle, weil da will ich nichts constructionaten. Ich nehme nur einen ganz normalen Docking-Port. Und zwar wird das hier meine Undock-Position. Die mache ich aber, die ziehe ich noch ein bisschen raus und ich glaube, mache zwei davon.
Denn hier möchte ich später einen Rover andocken können. Hallo, warum nicht? Warum möchte er das nicht? So. Zack, zack. Und damit der Rover nicht komplett reinfahren muss, wäre die Idee, ihm einen Dockingport dafür zu geben. Vielleicht mache ich doch nur einen. Das wird sonst eh asymmetrisch. Zack. Und dann können wir hier nämlich sagen, Dockingport drauf. So, dann kann man hier, ja, meinst du bei den Construction Ports bleiben? Ich weiß es nicht. Ja, wir haben da oben schon relativ viele Construction Ports. Ich weiß noch nicht, ob wir an den Rover an den ran bekommen. Aber am Ende des Tages hast du natürlich recht. Zack. Zack. So. Gut, 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 gut. Kühlung haben wir. Wir haben einen Undock-Port für einen potenziellen Rover. Das heißt, wir können jetzt, bei der uns natürlich auch das Fairing aufblasen wird, bis zum geht nicht mehr, ne? Ziehen wir noch ein bisschen rein. Es geht ja nur darum, dass wir nachher nicht so sehr zwischen die Beine zwischen müssen. Aber so müsste eigentlich ein bisschen weiter raus, muss er schon noch. Also mir geht es halt darum, dass ich nicht mit dem Rover irgendwie den Beinen kollidiere, sondern einfach an den Rover auch so einen kleinen Rüssel anbauen kann, sage ich jetzt mal, damit wir uns dort andocken können. So. Retract die Stabilizer. So, zack, 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 zack. Dann kommt unsere Subassembly dran. Jetzt müssen wir mal gucken, ob mit dem erhöhten Gewicht immer noch. Oh, 6034 ist natürlich nicht mehr ganz so viel, aber es sollte eigentlich immer noch locker zum Mond reichen. Ist Docking nicht leichter mit einer Winch? Ich habe es ehrlich gesagt mit der Winch noch nicht gemacht. Müssen wir mal schauen. Ich habe aber auch so einen Rover noch nicht gebaut und wir können ja Sachen an dem Teil auch noch umbauen. Das Schöne ist ja, dass wir Kess und Kiss komplett zur Verfügung haben. Das heißt, es geht ja dann eigentlich nur noch darum zu sagen, so, hey, lass mal noch mal was mitnehmen zum Anbauen. Also daran wird es wahrscheinlich nicht scheitern. So, jetzt kommt hier erstmal ein Fairing drum. Rum. Payload. So. Ja, volle Höhe ausnutzen. Langsam schmaler werden. Schmaler werden und zu. So, sieht diesmal ein bisschen eiförmiger aus. Mit 5954 Delta V sollten wir aber immer noch ganz gut klarkommen. Ich glaube, da ist das Fairing ganz gut aufgehoben. Das müsste uns immer noch ziemlich entspannt in Richtung Moon bringen. Wir haben genug Delta V auf allen Stages drauf. Das ist die hier, oder? Nee. Das ist die drei. 063 Thrust Weight im Atmospheric, ohne Atmospheric 071. Das heißt, ich bleibe diesmal tatsächlich dabei, das große Triebwerk zu nutzen. Ansonsten war ich ganz zufrieden mit der Rakete. Das heißt, wir strutten jetzt hier den Kram noch einmal durch. Das will er nicht strutten. Zack. Und wir strutten das da oben. Zack. Und der ist, glaube ich, schon, ne? Ja. Sehr gut. Okay, das heißt, wir sind vorbereitet für die nächste Rakete. Das wird jetzt unsere Material-Processing Unit. Und dann geht's eigentlich langsam los in Richtung
Rover, und mit dem Rover könnte man eigentlich die ersten Kerbals hinschicken, meiner Meinung nach. Das heißt, los geht's! Schauen wir mal, dass wir das Ding noch angebaut bekommen. Winchermancer, ich verstehe, was ihr damit sagen wollt. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie das dann alles am praktikabelsten ist. Wir üben das ja noch. Und hallo auch an den Nervenkobold. So. Rakete steht. SRS an. Vollschub ist drin. Und wir starten in Richtung Mond das nächste Mal. Das sollte eigentlich hier relativ schmerzfrei gehen. Wir haben eine gute Thrust-Weight-Ratio für den Anfang drin gehabt mit 1,3. Die steigt auch relativ schnell, weil wir ja den Treibstoff raushauen. Ich gehe ein ganz kleines Stück zur Seite, damit wir gleich mit den Boostern nicht unser Pad zerstören. So. Und wir haben schön Geschwindigkeit aufgebaut. Also die 100 Meter pro Sekunde haben wir. Die ich immer so ein bisschen vom Start mitnehmen möchte, erstmal für den Steigflug. Und jetzt müssen wir diesmal ein bisschen wahrscheinlich sparsamer sein. Wir haben diesmal nicht ganz so viele Reserven, weil unsere Ladung einfach schwerer ist. Aber mit 6000 Delta V bin ich mir eigentlich immer noch ziemlich sicher, dass wir einen guten Approach zum Mond machen können. Oder zum Moon machen können. So. Und jetzt lasse ich ihn mal langsam seinen Gravity Turn fliegen. Gut, wir sind unterwegs und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir noch eine zweite Landung heute hinbekommen. Und da müssen wir mal schauen, ob dann noch Zeit übrig bleibt, an dem Rover zu konzeptionieren. Wir haben auch noch ein paar Forschungspunkte übrig, die wir auch noch ausgeben können für irgendwelche Teile, die potenziell vielleicht nützlich wären am Ende des Tages. Und schauen wir mal. Schauen wir mal. Also, Höhe kriegen wir gut hin. Gravity Turn sind wir ein bisschen spät dran, aber ich lasse ihn das jetzt automatisch machen. Funktioniert ja alles in allem ganz gut. Ich habe, glaube ich, vergessen, das Fairing einzustellen, oder? Das ist bestimmt auf so Splitter-Modus gemacht. Na gut. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Das machen wir dann aber erst, wenn wir ein bisschen den Druck von der Rakete runter haben. So. Ich werde ihn jetzt mal ganz kurz genau deswegen umschalten, weil ich hatte die Befürchtung, dass ich in dem Moment, wo ich Set mache, auf Orbit umschalte, vom Nuffball her. Genau das ist natürlich auch passiert. Und er mir dann einfach hinten das Triebwerk in die abkoppelnden Tanks reinschlägt. Da bin ich kein so großer Freund von. So, theoretisch könnten wir jetzt schon das Fairing separaten. Ich warte aber trotzdem noch. Einfach weil es falsch oder weil es gar nicht eingestellt ist. Deshalb machen wir das mal ganz, ganz entspannt erst, wenn wir im Weltall sind. So, bei 90 Kilometer mache ich aus. Wir sind ein bisschen steil hochgegangen diesmal. Und werde dann den Horizontal Burn machen, sobald wir nah genug dran sind. So, und Niratamo, danke für dein Follow und damit sind die 10 von 10, die heute als Ziel gesetzt waren, auch erfüllt. Wir sind also follower-technisch an unserem Ziel angekommen, ab jetzt völliges Overcommitment. Jetzt, alles was jetzt noch kommt, ist super. Okay, und wir können eigentlich jetzt mal gucken in dieser Drehung. Ja. 1000 Trümmer, sage ich ja, aber ist alles gut gegangen. So. Nee, ich werde die Folge nicht beenden. Meine Güte, nur weil ich das Follower-Goal geschafft habe, heißt das ja nicht, dass wir jetzt hier nicht mehr. Wieso sink ich? Ach, ich bin schon über die Apoapsis drüber, ne? Bin ein bisschen spät dran. Na gut. Komm. Put, 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 put. Komm her. Bisschen getrödelt beim Fairing, aber wir haben genug Delta V, um uns ranzuziehen. Und der Mr. Genta, ebenfalls ein Carbonaut. Willkommen, willkommen. So, also nochmal gucken, dass wir ein bisschen gegenarbeiten.
damit wir nicht wieder in die Atmosphäre eintauchen. Das wäre nämlich ein bisschen unangenehm bei der Geschwindigkeit. Hoppla. Komm schon. Natürlich genau, wenn ich auf die Map gucke. Der Treibstoff alle. So, wir sind bei 0,97 Thrust Weight. Das sollte eigentlich dann reichen, um uns zu retten. Das heißt, wir burnen jetzt relativ schnell in den 1,0er Thrust Weight Ratio Bereich. Und 1,0er Thrust Weight Ratio heißt ja, ich kann meine Höhe halten. Das heißt, die Apoapsis müsste jeden Moment beginnen aufzuholen. Ja, das sieht gut aus. Das heißt, wir können jetzt auch ein bisschen flacher gleich gehen, um wieder ein bisschen effizienter Geschwindigkeit aufzunehmen. So. Und Ginox, schöne Idee, aber ich wollte heute Abend noch grillen, deshalb muss ich das leider ablehnen. Leider, leider. So. Okay, there comes the orbit. Sieht alles gut aus. Also wir werden diesmal, wenn ich das so sehe, nicht den kompletten Burn to Moon auf der Stage machen können. Aber dafür ist sie auch eigentlich gar nicht da. Die ist nämlich eigentlich dafür da, uns in den Orbit zu bringen. Und genau das tut sie ja gerade auch ganz gut. So. Was grill ich denn, die Nachbarskatze? Nee, ich glaube nicht. Fleisch. Klassisch Fleisch. Nichts besonders Exotisches. Und erst recht keine Katzen. So. Also wir fallen immer noch, aber nur noch sehr langsam. Müssten uns jetzt jeden Moment fangen. Da kommt die Apoapsis. Ganz so schnell brauchst du nicht kommen. Und wir sind im Orbit angekommen. Und das heißt, nochmal 40.000 für Massive Scale Launches. Und dann legen wir direkt los und schnappen uns den Mond als Target. Hier so war irgendwo den Dreh. Um und bei. Sag ich ja. So. So, erstmal auf 50 reinkommen. Das sieht gut aus. So, und dann deployen wir schon mal die Übergangsantenne und die Solarpanels, damit wir da vorbereitet sind. Zip und zip. Gut. Sehr schön, Stromversorgung steht. Dann haben wir auch genug Funkreichweite. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt eigentlich nur noch in den Anflug bringen. Und dann müssen wir mal schauen, wie viel Delta V wir für die Landung noch zur Verfügung haben. Das sollte aber im Prinzip alles klappen. Tendenziell würde ich das Ding jetzt aber tatsächlich im Hellen landen wollen. Schauen wir mal. So, Minute 28. Das heißt, wir können wieder Warp to Next Manöver anschmeißen. Da kommt er. Und dann können wir uns rausschießen zum Mond. Wir sind jetzt... Oh, wir haben noch eine gute halbe Stunde Zeit, sehe ich gerade auch. Das heißt, wir sind auch zeitmäßig vom Stream gut unterwegs, was das angeht. So, und aufs Manöver ausgerichtet und feuerfrei. Gut, wie gesagt, wir werden jetzt mit der Stage hier nicht ganz die Transmooner Injection schaffen. Das macht dann halt die nächste Stage. Die hat aber auch nochmal einen ganz guten Schwung Delta V drin. Da gehen wir jetzt auch runter auf ein Pudeltriebwerk, das ein bisschen effizienter arbeitet, auch wenn es nicht ganz so schnell arbeitet. Sollte klappen. Es sollte klappen. Ja, es gibt auch einen Mod, um Action Groups noch im Flug einzustellen, Ginox, da hast du recht. So, und Action Groups, ja, manchmal denke ich dran, oft nicht. So ein klassisches, naja, also wegen zwei Solarpanels finde ich es jetzt auch nicht ganz so stressig. So, nächste Stage, das war das Fairing, das ist unsere Stage.
Jawohl. Und wir haben jetzt 1200 und ein bisschen Delta V. Die sind jetzt dann quasi dafür da, die restlichen 400 runterzubrennen, um es zum Mond zu schaffen. Dann wahrscheinlich so um und bei 250 nochmal, um uns in den Orbit zu bremsen. Das heißt, wir haben dann noch relativ viel Toleranz sogar in dem Tank, um das Landemanöver schon mal anzufangen und die Kurskorrekturen dafür zu machen.